Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück jetzt zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich freue mich sehr. Wir haben nächste Woche, glaube ich, nächste oder übernächste Woche. Boah, ich glaube, nächste Woche kommt die EP raus von Takt und Savage. Ich freue mich drauf. Wir haben hier wieder einen Feature-Song. Wie wir ihn ja schon vor ein paar Wochen mit Jakes zusammen hatten, haben wir jetzt hier Savage, Takt und Vito zusammen. Vito seht ihr gerade nicht, der wird verdeckt. Hier oben ist er, der gute Mann. Ich kenne den nicht, ich bin sehr gespannt. Narben heißt der Song. Das ist produziert von Jumper und Majestic. Da kann auf jeden Fall beattechnisch, hoffe ich zumindest, nichts schief gehen. Ich freue mich sehr auf die EP. Savage und Takt passen unfassbar gut zusammen. Vom Soundbild her, vom Textlichen her, aber auch einfach vom Charakter her, finde ich. Ja, das sind zwei, die auf jeden Fall, die man irgendwie auch in so einen Topf werfen kann und man kriegt immer eine gute Suppe raus. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube schon. Ich freue mich drauf. Wir hören rein. Wir werden auf jeden Fall nächste oder übernächste Woche die EP dann zusammen auschecken. Und ja, Mann, jetzt haben wir hier Narben. Ich bin sehr gespannt. Video von Marvin Ströter. Sagt mir auf jeden Fall auch was. Den Narben auf der Haut, dir die gehen nie wieder weg. Wollt nicht, dass du sie siehst und hab sie vor dir versteckt. Dann zeigtest du mir deine und da hab ich gecheckt. In dieser abgefuckten Welt, hier ist kein Mensch perfekt. Oh mein Gott, das wird wieder so eine Art von Song. Boah, das schafft gerade Savage oft, finde ich. Also bei mir zumindest, dass er mich mit Songs so berührt. Ich habe irgendwie auch direkt Gänsehaut bekommen. Wunderschöne Stimme von Vito erstmal. Ich hoffe, ich spreche den Namen korrekt aus. Sehr, sehr schöne Stimme. Und auch textlich sehr, sehr stark, finde ich. Backenwelt, hier ist kein Mensch perfekt. Du weißt, unter dieser Schale liegen unsichtbare Narben, die sie nicht kennen, die mich... Ich könnte wirklich Savage eine Million Mal so in einen Track einsteigen hören und ich wäre immer noch geflasht und es wäre immer noch für mich einfach, oh, einfach schön. Alle liegen unsichtbare Narben, die sie nicht kennen, die mich immer nie dahin zurück... Karl 22 hat seine Jugend an den Knochenkrebs verloren. Boah. Boah, okay, das ist hart. Ich habe mich vor kurzem auch, kann ich euch auch nur empfehlen, als DKMS, Deutsche Knochenmarkspende, registrieren lassen quasi. Da muss man einfach nur, dass dieses Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein, muss man so eine Speichelprobe wegschicken. Und dann wird man eben potenziell, wenn man Knochenmark spenden kann, für irgendjemanden angerufen, kontaktiert und dann kann man Leben retten potenziell. Es kostet nichts, es ist eine Minute Aufwand und ihr könnt jemanden das Leben retten. Also macht das gerne, kann man alles online ausfüllen, alles online beantragen, for free logischerweise. Dann kriegt das nach Hause geschickt, zurückschicken ist auch wieder for free. Macht das gerne, kann ich sehr empfehlen. Du weißt, unter dieser Schale liegen unsichtbare Narben, die sie nicht kennen, die mich ermahnen, nie dahin zurückzugehen, wo kein Licht brennt. Sag dir alles im... Boah. Aber jetzt steht er hier. Das macht mich so stolz gerade, ne? Digga, jetzt steht er hier einfach. Stark. Du würdest niemals richten, nicht wie die Alte, die vor dir war. Sie ist Geschichte, hab von Anfang an gezeigt. Ich zweifle nicht an dir, als wäre das, was dich mal irgendwann belasten könnte, nie passiert. Vielleicht ist es auch der Grund, wieso wir harmonieren. Auch wenn es kompliziert wird und so, du kommst klar mit mir. Muss meine Ecken und Kanten vor dir nicht glätten, denn du gibst mir das Gefühl, dass ich für dich perfekt bin. Hast geholfen, meine Sicht zu... Wolfgang 70 wurde in seiner Jugend aufgrund seiner Homosexualität diskriminiert. Ach man, ey, Wolfgang sieht wie so ein unfassbar lieber Mensch aus, ne? Boah, ey, ich finde das so schön, dass hier so Leute gezeigt werden oder ihre Story teilen können, ihre Geschichte erzählen können. Weil wie Savage jetzt auch sagt eben, oder wie man auch am Anfang schon in der Hook gehört hat, dass jeder seine Narben hat, die man einem aber nicht ansieht. Keiner weiß davon, so wisst ihr? Boah, jetzt schon ein unfassbar, wirklich unfassbar starker Song. Kanten vor dir nicht glätten, denn du gibst mir das Gefühl, dass ich für dich perfekt bin. Hast geholfen, meine Sicht zu kalibrieren. Das ist auch so eine schöne Zeile. Du gibst mir das Gefühl, dass ich für dich perfekt bin. Offenbar wird jede Wunde vor dir offenbart, bis sie geschlossen war. Den Narben auf der Haut, hier gegen
Lisa 14 wurde an Weihnachten überfahren. Boah, holy shit, Mann. Ein Glück, dass sie's überlebt hat. Abgefuckten Welt, hier ist kein Mensch perfekt. Ja, ich bin so schnell gerannt, wie oft hast du mich fallen sehen? Boah, auch der Einstieg von Takt ist einfach so gut, so ein schöner Song, boah. Mensch perfekt. Ja, ich bin so schnell gerannt, wie oft hast du mich fallen sehen? Vor dem Plattenbauten Wartenberger Straße 10. Damals konnte man mit einer Hand die Narben zählen. Heute sind so viele, wird nicht reichen, wenn ich beide nehme. Da sind ein paar, die sind für deine Augen. Oh shit, holy shit, das hab ich gerade gar nicht gesehen gehabt. Nicht auf der Haut, sondern die Tiefe in mir brennt. Bin ich stolz auf ihre Story, war dann nicht der... Celine litt viele Jahre an Magersucht. Damn. Und guck mal, wie schön sie aussieht. Guck mal, wie schön und gesund sie jetzt auf jeden Fall aussieht. Boah. Ey, es ist natürlich irgendwie voll traurig, diese ganzen Schicksalsschläge von den Menschen zu sehen, aber irgendwie auch voll schön, dass so viele Menschen da zusammengekommen sind, ihre Story teilen und irgendwie auch so zeigen, hey, jedem passiert was und wir haben uns da irgendwie rausgekämpft, wir haben es überstanden, so, wisst ihr, wie ich meine? Also ich will jetzt nicht sagen, dass es schön ist, dass denen irgendwas passiert, dass sie irgendwas durchmachen mussten, aber es ist voll motivierend bestimmt für andere, die gerade in einer Kacksituation sind, zu sehen, dass Leute rausgeschafft haben, aus einer ähnlichen Situation vielleicht. Selbe Mensch war ein ziemlicher Idiot und hab Angst, was du jetzt denkst, doch dann sagst du, dass man... Boah, Eckhart hat seine erste große Liebe, Ellen, vor seinen Augen verloren. Boah, okay, Junge, holy shit. Manche Fehler machen muss, dass wenn eine Welle bricht, es sein kann, dass man Wasser schluckt. Deshalb merke ich mir die Scheiße bis zum Schluss. Narben zeigen keine Schwäche, nur dich macht keiner kaputt. In Narben auf der Haut, dir die gehen nie wieder weg. Wollt nicht, dass du sie siehst. Nachdem er sich für eine Beinamputation entschieden hat, hat für Karl ein neues Leben begonnen. Es ist ein erster, aber wichtiger Schritt in Richtung Freiheit. Boah, und jetzt ist er so Sportler, macht an Wettkämpfen mit. Sieht sehr fresh und sehr gesund aus, der Mann. Digga, das freut mich für ihn. Stark, starke Entscheidung auch, muss man ehrlich sagen. Hab sie vor dir versteckt, dann zeigtest du mir... Eckhart konnte lange nicht über den Verlust sprechen. Nach vielen Jahren hat er es geschafft, sich zu öffnen und ist mittlerweile glücklich verheiratet. Oh, Bro, holy shit. Ey. Das ist schön, Mann. Das ist schön. Das ist richtig schön. Gefuckten Welt, hier ist kein Mensch perfekt. Celine hat nach der Magersucht lange dafür gekämpft, wieder ihre Periode zu bekommen. Heute hilft sie anderen Frauen aus der Magersucht und erwartet mit ihrem Mann ihr erstes Kind. Boah, ey. Wolfgang hat sich sein Leben lang für die Rechte von Homosexuellen stark gemacht. Stark. Hab sie vor dir versteckt, dann zeigtest du. Alisa hat in der schweren Zeit nach ihrem Unfall das Leben und ihre Freunde neu zu schätzen gelernt. Sie geht jetzt wieder mit weniger Angst durchs Leben. Digga, so schöne Geschichten jetzt im Endeffekt. Und da hab ich gecheckt, in dieser abgefuckten Welt, hier ist kein Mensch perfekt. Boah. Holy shit, ich hab nicht damit gerechnet, dass das jetzt so ein Video wieder wird, Jungs. Hey, was ist denn los? Boah, richtig schöner Song, sag ich, wie es ist. Ey, diese Sachen, diese Stories haben mich richtig berührt am Ende. Ey, ich habe mich jetzt eigentlich fast nur auf diese Stories und Schicksalsschläge konzentriert und voll wenig zum Song irgendwie gesagt, aber ein richtig schöner Song. Die Hook ist wunderschön gesungen, Junge. Wunderschöne Stimme von Vito auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo Savage immer diese Leute herbekommt, die perfekten Hooks singen können, aber er kriegt sie auf jeden Fall.
Ich bin so happy, dass wir so eine Art Song bekommen haben. Und ich bin mir zu 1 Milliarde % sicher, dass dieser Song sehr, sehr vielen Leuten helfen wird, die gerade in einer ähnlichen, schlechten oder was für auch immer einer Situation sind, waren oder wie auch immer. Und dieser Song wird Leuten Kraft geben und denen zeigen, dass es danach, nach einem Schicksalsschlag, noch ein Leben gibt, was lebenswert ist. Und das hat dieser Song für mich mehr als alles andere ausgedrückt. Ey, und natürlich, was soll ich sagen, ey, Savage und Takti, ich hab's am Anfang schon gesagt, die beiden passen für solche Songs auch perfekt zusammen, die einfach auch eine ernste, aber auch einfach eine ehrliche Message haben. Und das hat dieser Song auf jeden Fall. Wow, richtig schön geworden. Holy shit. Mein Song der Woche, sage ich, egal, auch wenn ich noch nicht alles gehört habe, das ist mein Song der Woche. Das kann jetzt mehr toppen. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Ich freue mich sehr, jetzt noch viel mehr auf die EP nächste Woche oder übernächste Woche. Und ich danke euch fürs Einschalten. Bleibt am besten alle so fresh und gut aussehen. Vergesst heute nicht zu lächeln, sehr wichtig. Und dann sehen wir uns.